Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live. Heute wollte ich mal kurz zu Rotz gehen, weil ich habe gehört, der möchte mir etwas sagen. Und da unten ist ein Creeper. Gut, den plätten wir gleich. Ich habe ja ein gutes Schwert. So, Rotz. Hallo Julian, ich habe mit Edgar geredet und deswegen habe ich ein paar Materialien neben mein Haus gestellt. Bau bitte einen Bahnhof und eine U-Bahn-Strecke. Ja, gut. Das wollen wir doch mal machen, wenn wir den Creeper hier getötet haben. Der hier ein fettes Loch reingehauen hat. So. Hier das mal eben wieder ein bisschen zumindest verschließen. Das hier hin. Hier. Okay, das Loch hier ist anscheinend erstmal so. Okay, was hat er denn hier hingestellt? Okay, erstmal eine freie Fläche. Ah, und da geht's zur U-Bahn-Station runter. Okay, hier wollen wir uns nochmal von. Die brauchen wir auf jeden Fall. Quarzsäulen, Seelaternen, Steinziegel, Akazienholz. Und das. Boah, wie viel Fichtenholz hier einfach drin ist. So, und dann müssen wir mal gucken. Also ich würde sagen, wir bauen erstmal einen Eingang. Hier sollen anscheinend die beiden Bahnstrecken hin. Das heißt, in der Mitte muss es runtergehen. Tragen wir hier erstmal ein bisschen ab. Ich würde sagen, so bis hier. Ich muss mich gerade mal orientieren noch. Ja, da, gut. Ich dachte schon, ich komme hier niemals unten an. Gut, und hier soll. Ist schon eine Bahnstrecke. Dann graben wir hier das noch gerade weg. Okay, ich glaube, hier muss ich die noch bauen. Aber der ganze Stissel hier kommt schon mal weg. Klar, wir kümmern uns auch bald ums Haus, damit wir Manning-Bücher traden können. Also bauen wir da unten das Dorf rein. Aber das hier hat derzeit noch Vorrang. So. Hier geht das dann so lang. Gut. So. Hier hinten überlege ich mir doch eine Technik, dass das Minecart automatisch
zerstört wird durch Trichter und dann hier kommt dann eins hin und da eins oder da unten, dass dann da per Knopfdruck immer eins gespawnt wird. Und ja, hier das bauen wir noch mal ein bisschen weiter aus. Und dann müssen wir hier natürlich noch schöne Treppen hinmachen. So. Okay, gut. Hier wird dann das so gebaut und hier kommt eine Wand hin. Und dafür baue ich schon mal die Säulen. Die Eingangshalle wird 5 hoch. Hier kommt der Boden hin. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, tut mir leid, Rods, du musst halt hier das Fenster entfernen. Und zack. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der Eingang sollte wahrscheinlich hier so hin. 2, 3, 4, 5. So, dann wird das hier nämlich ein 3 großer Eingang, weil das ist ja auch ein Bahnhof. 1, 2, 3, 4, 5. So, und hier muss ich tatsächlich gucken. Baue ich das so? Ah, ich habe jetzt. Ich integriere den Baum hier ein bisschen mit rein, dass er sozusagen durch das Bahnhofsgebäude wächst. Da muss allerdings hier eine Säule hin. Hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und das war's dann auch schon so mit dem Grundriss. Bin ich eigentlich schon zufrieden. Dann kommen hier noch so kleinere Stände hin. Ein Wartesalon, ein Informationsschalter kommt da vorne noch irgendwo hin, vielleicht da in die Ecke. Und dann kannst du hier über die Treppe runter gehen, um ein wenig Bahn zu fahren. Oh ja, hier hatte ich. Das machen wir mal anders. Hier, das tauschen wir noch. Machen wir mal so. Dann müssen wir den Boden natürlich oben auch noch austauschen. Ich baue den allerdings ein bisschen anders. Und zwar führt hier der einmal außenrum bis zum Haupteingang. Hier so. Hier kommt eine 3x3 Plattform hin. Und dann führt der hier nochmal so geradeaus. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man halt hier über die Ziegelsteine einmal zum Infoschalter kommst und einmal in die Station. Ups. So.
dass wir jetzt noch hier mal gerade eben die restliche Erde entfernen und da dann Fichtenholzbretter hinklatschen. So. Hier das so ein bisschen weggraben noch. Heute beschäftigen wir uns nur mit dem Bau hiervon. Ich glaube tatsächlich, die Konstruktion unten, die Schienen, baue ich offscreen, weil das ist ein bisschen langweilig. Oder ich packe es in eine Timelapse. Dann muss ich mal schauen. Und machen wir auf jeden Fall nächste Folge. Oben mache ich das dann auch so weit fertig, dass wir das Dorf dann bauen können. Es kommen. Ich hoffe, ich denke dran, noch ein paar neue Mods hinzuzufügen. Wenn es klappt, wäre das echt nice. Und das ME-System erweitere ich noch. Da bin ich gerade dran. Nur es gibt auch Sachen, wo ich einfach sage, komm, in der Folge müssen wir das nicht machen. Und gut. Hier gegenüber wird auch noch was Riesengroßes gebaut. Da habe ich mich schon mit Rods besprochen. Der zieht den Grundriss. Ich baue ein paar Sachen. Er baut was. Und mit Professor Enter habe ich auch geredet. Villager organisiert er. Er lässt ein paar Beziehungen spielen, hat er gesagt. Und mit dem Energieproblem müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, hat er gesagt. Er hat etwas in Aussicht, dafür muss er allerdings ein bisschen forschen und dafür brauchst du sein Labor, was noch wie vorher noch nicht fertiggestellt ist. Und ja. So. Gut, in Ordnung. Die Fackeln würde ich gerne mitnehmen. Dafür haue ich ein bisschen Erde raus. Gut, und dann hätten wir das erste, also das Grundgemäuere schon fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal an die Kiste. Okay, hier haben wir Seelaternen. Die platzieren wir jetzt erstmal hier hin, hier hin, hier. So wie da und da. Hier platzieren wir 1, 2. Die Säule muss noch hochgezogen werden. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das ist jetzt mit Sicherheit 1 zu groß, ne? Ja. So. Hier 1. Da eins und da eins. Davon ziehen wir hier noch mal eine Strebe lang. Das Problem ist, wir haben hier so relativ wenig Tageslicht, denke ich mal. Beziehungsweise, möglicherweise baue ich auf dem Dach eine Glasfläche ein. Und die Seelaternen sind echt schön. Die habe ich mir auch alle sonderanfertigen lassen, alle sondergeliefert. Und haben ein paar Kontakte spielen lassen. Und ja. Also, hier fände ich ganz schön, wenn hier nochmal so eine Reihe hinkommt mit Ziegelsteinen. Das könnte ganz geil aussehen.
dass ich dann hier 1, 2 hochgehe. Hier das so gemacht wird und ich dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas reinsetze noch. So. Okay. Hier natürlich auch. So. Nee, hier mache ich ein anderes Design. Hier wird das hier abgerissen. So, hier das hier gerade nochmal hin. Das hier nochmal hin. Gut, bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Bahnhof. Hier das so, so, so. So, 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 so. Hier das noch hin, das noch hin. Ja, wie baue ich hier die Ecke? Baue ich die... Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch Akazienholz. Bauen wir doch hier Akazienholz drauf. Und zwar... 1, 2... Hier oben kommt. So. Dann wird hier... Okay, dann muss ich, das muss ich später offscreen machen. Beziehungsweise mit Rods reden. Weil anscheinend kann ich das nicht abbauen. So, da kommen Fenster rein. Was ich hierhin mache, weiß ich tatsächlich noch nicht. Obwohl, doch. Hier kommen auch nochmal Akazienstämme hin. Okay, nee, das sieht scheiße aus, wenn das asymmetrisch ist. So. Die werden noch mal ein oder zwei vertieft. Und hier genau das gleiche. So. Hier kommt so hin. So, hier kraxel ich gerade nochmal hoch. Weil ich von dieser Seite aus hier drauf muss. Um hier lang zu ziehen. Okay, gut. Da unten ist nach wie vor mein Crafting Table. Da craften wir uns jetzt. Aus welchem Material machen wir es denn? Ich würde sagen, wir hauen hier
Steinstufen hin. So, haben wir erstmal ein Stack. Das müsste reichen, weil wir ja auch noch eine große Fläche für das Glas offen halten. Aber ringsrum zumindest eins. Möchte ich schon haben. So, die Ranken hier muss ich leider absägen. So. Jetzt habe ich mich heute mal am Bahnhofsgebäude aufgehalten. So, und hier setzen wir jetzt nochmal einen Akzent mit einer Seelaterne, die hier hinkommt. So. Hier muss ich mal gerade eben überlegen. Das würde hier sein. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Gut, hier muss nichts gesetzt werden. Hier kommt das noch so hin. Während wir hier eins weiter runter gehen. So, finde ich eigentlich ganz gut. Die Ranken hier müssen natürlich auch noch nach oben verschoben werden. Hier kommen dann Glasblöcke hin. Hier, was mache ich mit der Tür? Ich würde sagen, hier kommt nochmal so ein Accessoire hin. Hier kommt dann direkt die Tür dran. Und hier mache ich noch mal mit Ziegeln hin. Ja. Jetzt müsste ich noch eine Tür haben. Woraus baue ich die Tür? Nee, nicht aus Stein, sondern eine Fichtenholztür haben wir jetzt. Boah, das haben wir hier dran. Gut, dann haben wir hier unseren Bahnhof. Da kommt ja ein Fahrschalter hin. Diesen baue ich jetzt aus ganz normalen Quarz. Habe ich doch auch geliefert bekommen, oder nicht? Ja. Packen wir das hier mal alles weg gerade. Brauchen wir ohnehin derzeit nicht. Gut. So, hier das nehmen. Und dann kommt hier ein Fahrkartenschalter hin. So, hier. Da kommt noch mal eine Seelaterne hin. Genau hier. Und hier kommt ein Akazienholzstück hin. So, so.
Und, ja, ich habe gar keine Axt. Ah, scheiße, warum Axt? So. Gut, das gefällt mir auch ganz gut. Den Weg muss ich jedoch hier nochmal ein bisschen weitermachen. Und zwar exakt 1. Und hier kommt dann so ein kleiner Wartebereich hin. Da vielleicht noch eine Uhr oder so. Und Glas halt noch, fehlt mir. Gut, ja, ich baue hier jetzt offscreen zumindest die Holzstreben lang. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.